Heute möchte ich ein bisschen darüber sprechen, warum eigentlich Neo4j, warum eigentlich Graphdatenbanken, was ist der Unterschied zu anderen Datenbanken und welche Anwendungsfälle sind dafür eigentlich besonders gut geeignet. Wie Alexander schon gesagt hat, falls Sie Fragen haben, einfach aufschreiben. Ansonsten sind wir auch per E-Mail oder über Slack zu erreichen und eigentlich werden alle Fragen sehr, sehr schnell beantwortet. Ich mache eine ganze Menge von Vorträgen wie diesen zu Meetups, User Groups, Artikel schreiben, vielen, vielen Neo4j-Nutzern helfen, sowohl auf Stack Overflow als auch in E-Mail-Konversationen und persönliche Konversationen. Und am liebsten sorge ich dafür, dass unsere Anwender glücklich und zufrieden sind und erfolgreich sind mit dem, was sie tun. Und ich bringe gern Leute zusammen. Das ist das, was mir sehr viel Spaß macht. Als ich noch als Consultant unterwegs war, hatte ich oft viel Sorgen und Ärger mit Datenbanken eigentlich. Besonders in Domänen, wo man halt komplexe Domainmodelle hatte mit vielen Beziehungen, komplexe Abfragen mit vielen Joins, haben relationale Datenbanken mit oder ohne ORM nicht so richtig viel Spaß gemacht. Und darüber will ich heute ein bisschen sprechen, woher das eigentlich alles kommt. Dann was dazu sagen, warum jetzt heutzutage diese Graph-Geschichte, diese Graphendatenbanken so interessant sind. Und wie man halt sozusagen von der Modellierung als auch vom Mapping her von einer relationalen Datenbank auf eine Graphendatenbank kommen kann. Und dann am Beispiel zeigen, wie das halt in Neo4j aussehen kann, wenn ich halt eine Graphendatenbank benutze. Okay, wie gesagt, als ich noch als Consultant unterwegs war, hatten wir halt viel Spaß oder nicht so viel Spaß mit relationalen Datenbanken. Besonders dann, wenn die Domainmodelle sehr komplex waren. Das heißt, wenn es halt sehr, sehr viele Join-Tabellen gab, wenn es sehr viele Joins in den Statements gab, wenn es tiefe Hierarchien gab, in denen man halt auf beliebigen Tiefen Sachen suchen musste, seien es halt Organisationshierarchien, Kundenhierarchien, Einkaufs-, Verkaufshierarchien, diese ganzen Geschichten. Rechtemanagement war halt so ein kritisches Thema. Und das war halt immer sehr, sehr tricky, das performant hinzubekommen, ohne halt zu viel Denormalisierung, Datenduplikation und ähnliches halt zu machen. ORMs haben halt zum Teil geholfen dabei, die Domainmodelle, die Objektmodelle in die relationale Datenbank zu mappen, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann haben die dann halt auch aufgegeben. Ein weiterer Punkt, der oft kritisch war, war, was passiert, wenn ich halt meine Domäne weiterentwickeln muss, neue Anforderungen kommen herein. Wenn ich das Schema erweitern und verändern muss. Es gab halt dann immer viele Auseinandersetzungen mit den Administratoren der Datenbanken, die halt natürlich nicht so erfreut waren, wenn man halt wöchentlich Schemata anpassen wollte oder verändern wollte. Die vielen Joins in den Statements haben halt dazu geführt, dass selbst teure Datenbanken halt die Hände gehoben haben und gesagt haben, geh den Kaffee kochen, komm dann wieder, dann habe ich vielleicht deine Abfrage halt fertig. Besonders halt, wenn die Tabellen groß waren, die beteiligt waren und wenn es halt viele Joins gab, so ab, weiß ich nicht, 3, 4, 5, 10, 20 Joins, 30 Joins waren halt sehr, sehr problematisch. Diese vielen Joins weisen schon darauf hin, dass es auch relativ viel SQL war. Also wir mussten halt für viele Sachen, die wir gemacht haben, ziemlich umfangreiche SQL-Statement schreiben, die dann halt sehr, sehr schwer zu erwarten und Hand zu Hand haben waren und auch für neue Kollegen schwer zu verstehen waren. Um das Ganze schnell hinzukriegen, also Bäume, wurde halt ganz viel denormalisiert, wurde halt alles flach geklopft. Das war halt auch nicht so besonders toll. Einmal musste das halt asynchron im Hintergrund passieren oder halt in einem Nachtjob. Wenn der nicht gelaufen ist, dann waren natürlich sehr, sehr alte Daten in den materialisierten Datentabellen. Und man hat halt immer auch mit nicht aktuellen Daten gearbeitet. Okay, dann habe ich diesen Chef von Neo4j getroffen, Emil Alfrem, der 2008 den ersten Vortrag, den ich gesehen habe, zu dem Thema gehalten hat. Und er war total begeistert von diesen Graphendatenbanken und hat halt darüber gesprochen, wie die Entwickler von Neo4j eigentlich an einem Content- oder Digital Asset Management System gearbeitet haben in Schweden. Software as a Service, so sie hatten halt viele verschiedene Nutzer
Jeder der Nutzer, jede der Firmen, die Nutzer waren, hatten natürlich verschiedene Angestellte in verschiedenen Gruppen mit verschiedenen Rechten und so weiter. Und deshalb gab es da zwei komplexe Anwendungsfälle, die sehr, sehr schwierig zu lösen waren, wenn man eine relationale Datenbank nutzte. Das eine war halt eine Schlüsselwortsuche über mehrere Sprachen, Bedeutungshierarchien, Synonyme und ähnliches hinweg, die halt sehr, sehr stark verkettete Domäne sozusagen darstellen. Und das zweite war halt Zugriffsrechte managen für ein Software-as-a-Service-System im Jahre 2000, was halt in Echtzeit sozusagen diese Rechteauflösung machen sollte. Hat beides nicht so richtig funktioniert, trotz teurer Consultants für die relationalen Datenbank, die sie sich halt haben kommen lassen. Und deshalb haben sie halt angefangen, danach einen Ansatz zu wählen, der diese ganzen Abfragen sozusagen auf einem Speichermodell gemacht hat. Das heißt, die Daten wurden aus einer relationalen Datenbank geladen, in Speicher, in ein Netzwerkmodell und dann auf dem Netzwerkmodell wurde halt durch Traversierung, durch Navigation entlang von Verbindungen zwischen, zwischen Knoten, zwischen Elementen halt die entsprechenden Anwendungsfälle abgebildet. Dieser Netzwerkansatz im Speicher hat eigentlich ziemlich gut funktioniert, war sehr, sehr schnell. Es gab ein paar Probleme. Es gab halt keine Persistenz, das heißt, man musste halt immer den relationalen Zustand in den Speicher halt exportieren und bei jeder Änderung musste das natürlich erneut geschehen. Am Anfang gab es auch keine Transaktion, das heißt, das war nicht änderbar, war halt ein nur Lesemodell sozusagen. Und es dauerte halt eine ganze Weile, bis man halt in die relationale Datenbank schreiben bzw. lesen konnte. Deshalb wurde halt nach und nach in diesem System, in diesem Content-Management-System Transaktionalität hinzugefügt, Persistenz und all das andere, was halt eine richtige Datenbank auch ausmacht. Transaktionslog und Indizes und so weiter und so fort. Das heißt, im Rahmen dieses Content-Management-Systems wurde halt mehr oder weniger eine Datenbank entwickelt, wie das halt in vielen Projekten so der Fall ist. Nur mit dem Unterschied, dass nachdem die Dotcom-Bubble geplatzt war, sozusagen die Datenbank-Technologie rausgelöst wurde und weiterentwickelt wurde, sodass Neo4j im Jahr 2007 dann public gegangen ist damit, mit dieser quelloffenen Graph-Datenbank. Und das war eigentlich schon sehr spannend, weil sie schon die ersten Nutzer darauf hatten, ziemlich zeitig und auch seitdem sozusagen. Wir haben dann Neo4j zuerst als eine embedded Java-Bibliothek veröffentlicht, die man halt in seine Java-Anwendung integrieren konnte und da sozusagen die schnellen Abfragen von komplexen, verknüpften Daten halt ermöglichen konnte durch eine Bibliothek, aber dann relativ schnell darauf gab es einen Neo4j als Server, das heißt, man hat eben eine ganz normale Datenbank als Server installiert und konnte mit einer REST-API dagegen arbeiten. Kurz darauf kamen halt auch Dinge wie Verteilung, Cluster, Hochverfügbarkeit und im Jahre 2013 oder 14 gab es dann die ersten Versuche mit unserer eigenen Abfragesprache, zu der ich dann später noch ein bisschen was erzählen möchte, die Cypher heißt. Heute ist Neo ziemlich gut gewachsen, also als ich angefangen habe, im Jahr 2010 waren wir noch 10 Leute, jetzt sind wir schon mehr als 140 weltweit verteilt, was es manchmal nicht so einfach macht, aufgrund der Zeitzonen und ähnliches. Und wir haben reichlich Nutzer und Kunden ebenso Zahlenkunden. Also das heißt, das Produkt hat sich von sozusagen einer Problemlösung sozusagen für ein konkretes System zu einer vollen Datenbanktechnologie weiterentwickelt, die halt jetzt von vielen großen und auch kleinen Kunden auf der Welt eingesetzt wird. Also das ist eigentlich ganz interessant, weil wir initial gesagt hatten, okay, es gibt halt so 3, 4 Anwendungsfälle, für die man so eine Graphendatenbank gut einsetzen kann. Aber es hat sich herausgestellt, dass unsere Kunden viel, viel mehr interessante Anwendungsfälle gefunden haben und halt das Graphmodell halt da eingesetzt haben. Das liegt nicht zuletzt daran, dass es halt ein sehr, sehr flexibles Modell ist. Und deshalb ist es für uns auch immer wieder überraschend und spannend zu sehen, wie halt verschiedene Leute die Datenbank einsetzen und wir werden da immer wieder überrascht. Warum ist das eigentlich wichtig? Warum soll ich mich das eigentlich kümmern? Ich denke, das Wichtigste ist, weil Beziehungen zwischen
Daten so, so wichtig sind. Wenn wir uns unsere eigene Welt angucken, dann gibt es eigentlich keine isolierten Informationen. Das heißt, alles ist miteinander verbunden. Seien es Menschen, seien es Ereignisse, Dinge, seien es Produkte, Filme, Lieder, seien es bestimmte, zum Beispiel Proteine in der Chemie, seien es Experimente in der Physik, sei es in der Logistik, dass ich halt Transportwege finden muss, sei es, dass ich halt sowas wie Lehrpläne managen muss oder Schulbücher managen muss oder halt komplette Produktkataloge managen muss oder sogar die Teile eines Flugzeugs managen muss. Das heißt, egal wo ich eigentlich hinschaue, auch zum Beispiel in der IT, Netzwerke, Anwendungen in Netzwerken, nutze diese Anwendungen, sehe ich halt überall vernetzte Informationen. Und wer von Ihnen das schon mal versucht hat, diese reichhaltigen Informationen in einer relationalen Datenbank abzulegen, weiß eigentlich auch, dass es halt nicht so einfach ist. Und dass man halt durch viele Probleme und durch viele Krücken halt hindurch muss, um das halt irgendwie laufen zu kriegen. Und eine Datenbank zu haben, die sozusagen diese reichhaltig vernetzten Informationen exzellent abbildet, speichert und wieder abfragbar macht, ist schon eine ganze Menge wert. Also ich hätte mir im Nachhinein oft gewünscht, sozusagen damals schon was von Neo4j gewusst zu haben, als ich halt diese komplexen Use Cases halt abgebildet habe. Dann wäre vieles halt einfacher geworden. Ja, und ein weiterer wichtiger Aspekt, zu dem ich auch noch was sagen möchte, ist halt, dass dieses konzeptionelle Objektmodell aus vernetzten Informationen nicht nur für Entwickler spannend ist, sondern natürlich auch für alle anderen Leute, mit denen wir uns in Anwendung zu tun haben. Und die wir halt oft sonst verlieren, weil wir denen halt Tabellen und Join-Tabellen zeigen und dann eigentlich die eigentliche Domäne dazwischen ganz verloren geht. Aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. So, und deshalb ist Neo4j eigentlich wirklich dafür gebaut worden oder entwickelt worden. Und seitdem wir halt Neo4j als in der ersten Version halt rausgebracht haben, ist es halt auch mit jedem Jahr und mit jeder Version verbessert worden, um effizienter halt mit diesen stark vernetzten Informationen umzugehen. Wie eine relationale Datenbank ist es auch eine transaktionale Datenbank, anders als anderen NoSQL-Datenbanken, weil für uns halt die Datensicherheit auch an erster Stelle steht. Das heißt, wir wollen halt, egal ob es halt einen Crash gab oder einen Stromausfall oder ob halt irgendjemand den Hauptschalter gedrückt hat, dafür sorgen, dass jede Transaktion, die einmal committed wurde, dann halt auch garantiert zur Verfügung steht. Und die anderen Attribute wie Isolierung und atomare Operationen halt auch gewährleistet sind, wie man es halt eigentlich gewohnt ist. Graphendatenbanken sind halt auch wie die meisten anderen Datenbanken, die man so kennt, als OLTP-Datenbanken nutzbar. Das heißt, in Echtzeitsystemen, die halt zum Beispiel eine Website antreiben, einen Shop, ein Kursmanagementsystem, eine Empfehlungsberechnung. Das heißt, alle Systeme, die halt in Echtzeit Daten entgegennehmen und wieder zurückliefern, können von Graphendatenbanken halt mit gehandhabt werden. Man kann auch analytische Anwendungsfälle drauf laufen lassen, aber das passiert dann sehr wahrscheinlich nicht in Echtzeit, sondern das rechnet dann halt ein paar Sekunden bis Minuten, bis halt die analytischen Fälle gelöst sind. Und interessanterweise ist es so, dass speziell bei Neo4j diese Cluster-Setups gar nicht diese großen Anzahl von Maschinen brauchen, sondern dass das halt eher auf eine Handvoll Server funktioniert. Selbst die Großkunden, die Neo4j einsetzen, laufen auf 5 bis 8 Servern. Im Ausnahmefall mal 12 oder 15. Aber das ist eigentlich eine ganz coole Sache, dass man da nicht tausend von Maschinen braucht, um da effizient damit umzugehen. Liegt halt ein bisschen auch daran, dass halt im Graph nicht einfach Rohdaten drin liegen, sondern dass halt sozusagen das ganze Rauschen schon rausgefiltert ist, weil man eigentlich in dem Graph, in dem vernetzten Datenmodell eher hochqualitative Daten halt haben möchte, um auf denen halt sinnvolle Entscheidungen treffen zu können. Anwendungsfälle sind, wie schon gesagt, sehr breit gestreut. Von Dingen wie Master Data Management, das heißt, ich ziehe Daten aus ganz vielen verschiedenen Quellen in ein vernetztes Datenmodell, das halt sozusagen einen bestimmten Anwendungsfall abbildet und mir halt erlaubt, durch die
vernetzte Struktur, die Informationen, die aus den verschiedenen Quellen kommen, genau an den richtigen Punkten anzudocken und miteinander in Beziehung zu setzen. Sehr offensichtlich halt Netzwerke abzubilden, sowohl Hardware-Netzwerke als halt auch andere, und darauf dann halt zum Beispiel sowas wie Abhängigkeitsanalysen zu machen. Abhängigkeitsanalysen kann ich natürlich auch auf anderen Datensätzen machen, wie zum Beispiel Workflows oder eine Sache, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, Software-Analyse. Also das heißt, ich kann halt zum Beispiel sehen, wenn sich diese Klasse geändert hat, welche Tests müssen zum Beispiel als erstes ausgeführt werden oder wenn sich diese Bibliothek halt hier geändert hat, welche Projekte müssen damit aktualisiert werden und so weiter und so fort. Ein Anwendungsfall, der immer mehr an Bedeutung gewinnt, sowohl insgesamt öffentlich als auch für unsere Kunden, ist Fraud Detection, das heißt das Aufspüren von kriminellen Aktivitäten, weil halt Menschen, wenn sie denn kriminelle Dinge tun, Muster hinterlassen oder Spuren hinterlassen. Sie sehen die zwar eigentlich nicht und versuchen die auch zu verwischen, aber im Endeffekt, wenn man sozusagen einen Schritt zurücktritt, sieht man ganz deutlich, welche Verhaltensmuster sozusagen auftreten. Und nach diesen Mustern kann man dann halt gezielt suchen, beziehungsweise halt auch Ausreißer von normalem Verhalten, in Anführungsstrichen, halt relativ schnell feststellen und darauf halt sowohl im kommerziellen Umfeld, das heißt in Finanz und Retail, aber halt auch in anderen Fällen halt sehen, wenn halt Leute sich anders verhalten, als man das eigentlich möchte. Für Retailer ist natürlich auch Empfehlungsberechnung eine ganz wichtige Geschichte. Wir alle haben sehr viel Spaß, wenn uns Amazon wieder mal irgendwelchen albernen Dinge empfiehlt, die wir entweder nicht brauchen oder schon haben oder die uns nichts nutzen. Und wenn ich da halt viel mehr Aspekte mit reinziehen kann, durch diese multidimensionalen Graphen vernetzten Daten, kann ich natürlich viel bessere Empfehlungen geben. Eine Sache, die den Zugang zur komplexen Domänen halt leichter macht, ist diese graphenbasierte Suche, die halt darauf basiert, dass man die Struktur, die man halt hat, nutzt, um dem Anwender halt eine einfachere Möglichkeit zu geben, auf diesen Daten zu suchen. Das heißt, es ist halt für Dinge wie, wenn ich ein Patentinformationssystem zum Beispiel bauen möchte oder eine Wissensbasis aufbaue für ein Unternehmen oder für Support-Mitarbeiter, dann erlaubt mir das dann halt sehr viel gezielter halt nach Informationen zu suchen, als halt einfach nur eine reine textuelle Suche zu machen. Also das ist ein bisschen so mehr Googles PageRank gegenüber einem normalen textbasierten Suchansatz. Und ein Anwendungsfall, der natürlich auch schon in der Geschichte von Neo4j eine Rolle spielte, ist Rechtekontrolle. Neo4j ist eigentlich ziemlich nutzerfreundlich, das heißt anders als viele andere Datenbanken, die dann halt mit sowas wie SQL Plus daherkommen, haben wir schon relativ zeitig damit angefangen, eine sehr nutzerfreundliche Benutzeroberfläche zu schaffen. Ist halt eine Webanwendung, die in Angular geschrieben wurde und die uns halt erlaubt, halt unsere Abfragen gegenüber Neo4j zu entwickeln, zu darzustellen, zu visualisieren und damit halt auch mit der Abfragesprache uns erlaubt, die Informationen, die in unserer Datenbank sind, halt schnell sichtbar zu machen. Die Oberfläche von Neo4j ist halt ein Entwicklertool, aber ich kann halt damit auch als Analyst oder als jemand, der von der Geschäftsdomäne Ahnung hat, damit umgehen. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz nette Sache. Also damit kommt man sehr, sehr schnell voran. Das zeige ich dann auch nochmal kurz in Aktion. Wenn wir nun wie viele andere in der relationalen Welt zu Hause sind und halt uns überlegen, ob wir halt unsere Anwendungen um bestimmte Funktionalitäten erweitern wollen, in denen so ein Graphansatz halt Sinn machen würde. Beispiele dafür gab es, dass Leute zum Beispiel in ihrem existierenden System plötzlich ein Referral-System einbauen wollen. Das heißt, Kunden empfehlen andere Kunden und dann gibt es halt so kaskadierende Boni zum Beispiel, dasselbe gibt es natürlich auch für zum Beispiel Organisationshierarchien oder wenn ich halt ein Human Resources System habe und da halt bestimmte Sachen abbilden möchte, zum Beispiel ein Skill Management hinzufügen möchte oder eine interne Job-Datenbank oder wenn ich halt sowas habe wie, ich habe eine existierende Partnerbörse und möchte daraus halt dann einen intelligenteren Ansatz machen, dann kann ich bestimmte Informationen oder auch alle, je nach System,
halt in den Graph bringen und dort halt interessantere Abfragen einfacher machen. Interessanterweise, relationale Datenbanken sind für Relationen, das heißt Beziehungen eigentlich nicht so toll. Relational in dem Sinne bedeutet halt eigentlich nur das mathematische Modell einer Tabelle, das heißt eine Reihe von Tupeln, heißt Relation in der relationalen Algebra, hat eigentlich mit Beziehungen nichts zu tun. Sieht man auch, dass Joins halt so ein bisschen hinten dran gepackt wurden an das relationale Modell und da nicht einfach natürliche Teile dessen sind. Das ist im Graphen ein bisschen anders, da sind Beziehungen halt zwischen Entitäten halt ein Kernkonstrukt in der Datenbank. Und darum wird halt auch sehr viel optimiert und ich sag gleich noch was dazu, wie die Graphendatenbank das besonders gut abhält. Prinzipiell relationale Datenbanken, wo sie halt herkommen in den 70ern, wurden halt vor allem für Formulare genutzt. Das heißt, klar strukturierte, gleich strukturierte Daten wurden halt drin abgelegt und darauf wurde halt dann gefiltert, aggregiert und ähnliches. Aber Joins waren halt von am Anfang jedenfalls keine relevante Geschichte. In der heutigen Welt haben wir halt oft auch Informationen, die aus ganz verschiedenen Quellen kommen, die von vielen Menschen erzeugt werden, die aus verschiedenen Systemen zusammengezogen werden. Und da macht es halt immer ein bisschen schwer, wenn ich nur ein fixes Schema habe und in dem festen Schema dann halt plötzlich sehr, sehr dynamische Daten abbilden muss. Oft passiert es dann, dass ich halt einfach Felder habe, die entweder mit ABC benannt werden, also Spalten habe, die mit ABC benannt werden, oder Spalten, in denen ich halt einfach XML oder JSON oder was auch immer abspeichere. Und dann sozusagen die Daten für mich opak sind, die damit abgespeichert werden, also unsichtbar oder ich kann da nicht reinschauen sozusagen. Wenn ich komplexe Daten habe und viele Daten habe, habe ich auch sehr wahrscheinlich komplexe Abfragen und dann ist halt die Anzahl der Joins und die Menge der Daten beeinflussen halt die Ausführungsperformance der Abfragen. Das heißt, ich habe damit sowohl Speicher als auch CPU-Auslastung exponentiell erhöht, wenn ich halt mit jedem Join mehr und mit jeder Größenordnung an Daten, die in meinen Tabellen mehr sind, erhöhe ich halt diese Kosten massiv. Ich glaube, das hat jeder schon mal am eigenen Leib gespürt. Und wie ich schon gesagt habe, Hierarchien und Netzwerkdaten, wie zum Beispiel Logistikdaten, sind schon nicht so einfach abzubilden in der relationalen Datenbank. Und wer das schon mal gemacht hat, weiß, wovon ich rede. Oft wird deshalb denormalisiert, auf Teufel komm raus. Und das schöne konzeptionelle Netz oder das konzeptionelle Modell, was ich halt mal entwickelt habe, kann ich dann halt in meiner relationalen Datenbank nicht mehr finden, weil es einfach denormalisiert wurde. Und deshalb wollen wir eigentlich den Leuten die Möglichkeit geben, mit einer Graphendatenbank sozusagen ihre Informationen so natürlich wie möglich sowohl zu modellieren, als auch dann später halt zu benutzen und zu verwalten und abzufragen und zu speichern und zu ändern. Das heißt, die Basiselemente, mit denen wir halt hantieren, sind halt die Entitäten, also Knoten in unserem Fall und Beziehungen dazwischen. Und wir wollen halt wirklich den Ansatz wählen, dass nicht die Technologie sozusagen treibt, wie mein Modell entwickelt wird, sondern die Anwendungsfälle. Das heißt, ich nehme die Anwendungsfälle und aus den Anwendungsfällen identifiziere ich, welche Entitäten, welche Beziehungen zwischen den Entitäten vorhanden sind. Und nachdem ich das halt für mehrere Anwendungsfälle gemacht habe, entwickelt sich sozusagen nach und nach unser Graphmodell, was halt auch sehr, sehr nah an dem Domänenmodell oder einem konzeptionellen Modell liegt. Und wir können halt jede Zeit diese Informationen in Echtzeit abfragen. Das heißt, die Informationen, wer mit wem in Beziehung steht, sind im Graphen direkt. Das heißt, anders als in vielen anderen Datenbanken muss ich halt nicht zur Abfragezeit berechnen, welche Entität mit welcher anderen Entität oder welche Tabelle mit welcher anderen Tabelle in Verbindung steht über Index-Lookup und ähnliches, sondern im Graphen wird sozusagen beim Einfügen schon gespeichert, welche Beziehungen existieren denn in unserer Domäne. Und da ich das halt sozusagen beim Einfügen schon einmal gespeichert habe, steht diese Information dann bei der Abfrage immer sofort zur Verfügung. Das heißt, ich verschiebe halt die Kosten von jedes Mal bei der Abfrage muss das berechnet wird, zu einmal beim Einfügen wird diese Information abgelegt. Das heißt, was eine Graphdatenbank mehr oder weniger macht, ist eine Prämaterialisierung von Beziehungsinformationen in einer Art und Weise, wo
direkte interne Pointer auf die anderen Elemente halt gespeichert werden und damit halt alle Operationen halt in Echtzeit durchgeführt werden können. Das heißt, es ist keine exponentielle Komplexität vorhanden. Eine andere Sache, die noch ziemlich schön ist in so einer Graphendatenbank, ist, dass ich halt jederzeit sowohl Attribute zu meinen Beziehungen und Knoten hinzufügen kann, als auch neue Beziehungen in den Graphen halt einfügen kann. Das heißt, wenn ich jetzt einen neuen Anwendungsfall reinkriege, neue Anforderungen, die jetzt sagt, jetzt möchten wir aber halt zwischen den Personen in unserem Netzwerk nicht nur ablegen, zum Beispiel wer in welcher Abteilung mit wem arbeitet, sondern jetzt wollen wir halt zum Beispiel auch noch ablegen, wer mit wem zusammen in einer Expertengruppe sitzt. Dann gibt es halt neue Beziehungen und dann muss ich aber halt nicht erst mühselig irgendein Schema ändern oder so, sondern ich kann halt direkt die Daten modifizieren. Das heißt, Beziehungen im Graphen sind halt eher wie Daten und nicht so sehr eine Art Schema oder eine Art Struktur, die jetzt oben drüber gelegt wird. Und das macht es halt auch viel natürlicher, mit der ganzen Sache umzugehen, weil ich halt sehr, sehr dynamisch und sehr, sehr flexibel und agil halt meine Anforderungen halt folgen kann und auch mein Modell weiterentwickeln kann. Das heißt, wenn ich gemerkt habe, dass in meinem ersten Design habe ich bestimmte Sachen vielleicht nicht so richtig berücksichtigt und ich muss jetzt halt mein Modell transformieren, dann kann ich das direkt tun, ohne halt aufwendige Operationen zu machen. Genau. Wie schon gesagt, die hohe Leistungsfähigkeit von Graphendatenbanken beruht vor allem darauf, dass halt Beziehungen zwischen Entitäten wirklich zu einer Kernstruktur in der Datenbank geworden sind und dass wir halt die Beziehungen vormaterialisieren. Ein anderer Aspekt, der sehr wichtig ist und der in den meisten Anwendungen auch ziemlich deutlich ist, wir beschäftigen uns, wenn wir uns die meisten Anwendungen angucken, meistens mit einer Fokusentität. Das heißt, wir haben entweder den eingeloggten Nutzer, wir haben ein Produkt, was gerade angeguckt wird, wir haben einen bestimmten Zeitpunkt, wir haben einen bestimmten Ort, wir haben ein bestimmtes Ereignis oder so. Das heißt, wir haben halt ein oder mehrere Startpunkte, von denen wir halt ausgehen, um die sich halt unser ganzer Anwendungsfall dreht. Und dann schauen wir sozusagen im Umkreis dieser Startentitäten. Das heißt, wir haben halt oft lokale Suchen. Das heißt, wir müssen nicht sozusagen die ganze Datenbank durchforsten, sondern wir wissen, das sind unsere Startpunkte und ausgehend von diesem Startpunkt, von dieser Person oder von diesem Film zum Beispiel, suche ich halt zum Beispiel, was sind halt jetzt die Freunde dieser Person oder die Schauspieler oder Regisseure dieses Films und der Publisher, in welchen Kinos lief der und so weiter und so fort. Aber es geht halt immer ausgehend von einem bestimmten Punkt, sei es halt, was halt zum Beispiel auch eine Kategorie oder ein Zeitpunkt oder ein Zeitraum sein kann. Und das hat den großen Vorteil, dass ich, egal wie viele Daten ich in meine Datenbank habe, nie immer alle laden muss, sondern halt immer nur das anschauen muss, was wirklich gebraucht wird. Das heißt, nach Bedarf werden die Informationen in Speicher geladen, die halt gebraucht werden. Und das ist auch so eine Art selbstorganisierendes System. Das heißt, ich kann halt damit sicherstellen, dass nur die Daten sozusagen gecached werden im Speicher, die gerade auch benutzt werden und alle die Daten, die eigentlich uninteressant sind, sei es aus geografischen Gründen, sei es aus Altersgründen, sei es aus Anwendungsfallgründen, die liegen auf der Platte und werden nicht mehr geladen. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Und während ich halt diese lokalen Suchen durchführe, kann ich halt einfach Informationen, an denen ich vorbeikomme, während ich das tue, aggregieren, berechnen, projizieren auf andere Datenformate, Datenstrukturen und dann die Ergebnisse meiner Suche halt zurückgeben. Und als native Graphendatenbank, die von oben bis unten sozusagen für dieses Datenmodell halt entwickelt wurde, bringt Neo4j sozusagen optimierte Datei- und Speicherstrukturen mit, um halt das Ganze sehr gut abbilden zu können. Wenn wir so ein klassisches relationales Modell uns mal anschauen, habe ich in dem Fall halt zwei Tabellen für Personen. Oder eine Tabelle für Personen mit einem Self-Join und eine Join-Tabelle in der Mitte. Da so eine Freundesbeziehung halt eine End-to-End-Beziehung ist, brauche ich auch vielleicht eine Join-Tabelle. Andererseits könnte ich natürlich einfach nur Fremdschlüsselbeziehungen nehmen. Und wenn ich mir das Ganze im Graphen angucke, habe ich halt genauso wie meine Entitäten, also Andreas, Tobias, Mika und Delia, als Entitäten. Und das, was halt vorher eine Join-Tabelle oder auch ein Foreign Key in einem relationalen Modell wird, wird halt zu einer Beziehung. Das heißt, Beziehungen im Graphen sind per se erstmal immer
M-zu-N-Beziehungen. Ich kann es halt beschränken, wenn ich das möchte. Zurzeit noch im Code spielt er dann halt auch als eine Art Constraint. Aber prinzipiell kann ich halt sagen, okay, ich kann halt immer alles als Beziehung abbilden. Und es ist halt wirklich so, dass halt an jedem Element, an jedem Knoten, der im Graphen vorliegt, halt alle Beziehungen zu anderen Entitäten primär trivialisiert abgelegt werden. Das heißt, ich weiß halt immer dann, wenn ich halt sage, gib mir alle Freundschaftsbeziehungen, gib mir alle Angestelltseinbeziehungen, gib mir alle Beziehungen zu hat dort und dort gelebt, dann sind diese Informationen direkt vorhanden und die müssen nicht erst berechnet werden. Und das macht es halt so schnell daran, lang zu navigieren. Wenn wir uns zum Beispiel mal Northwind als klassisches Beispiel einer Ritterdatenbank halt angucken, was halt die meisten, denke ich, kennen, und das Ganze als Graph sehen, sehen, dass halt viele der Join-Tabellen halt verschwinden und zu Beziehungen werden und dass halt die Komplexität des Modells halt auch deutlich einfacher wird, weil halt bestimmte Sachen wie halt Angestellten-Hierarchien oder Territorial-Hierarchien verschwinden, weil bestimmte Sachen, die Join-Tabellen sind, halt dann einfach auch verschwinden. Das heißt, dasselbe Modell als Graph sieht im Endeffekt so aus. Also ich fehlen zwar die Attribute, aber man sieht schon, dass die Anzahl der Entitäten halt auch deutlich geringer ist. Und was man natürlich auch sieht, ist, dass im Unterschied zu dem vorhergehenden Bild, für jemanden, der aus der Domäne kommt, sowas hier natürlich viel verständlicher ist, weil er halt sich wirklich auf die Kernelemente seiner Domäne beziehen kann und auf die Beziehungen zueinander. Und das macht es halt wirklich einfach, alle Leute, die keine Entwickler sind, nicht im Prozess zu verlieren. Das heißt, man kann halt von Anfang bis Ende jemanden, der sozusagen Domänenexperte ist, aber halt kein Entwickler ist, sozusagen begleitend mitnehmen in einem Graph-Projekt, weil man halt jederzeit sozusagen in der Graph-Repräsentation genau die Konzepte halt hat, mit denen der halt tagtäglich zu tun hat. Wenn wir jetzt eine Abfrage auf eine Organisationshierarchie ausdrücken wollten, die sagt, okay, starten von einem bestimmten Manager, finde mir alle Leute oder alle untergeordneten Leute, die zu dieser Person reporten und dann darunter halt für jeden dieser Personen halt auch sagen, okay, wie viele Leute sozusagen, wie viele Leute sind die eigentlich in Führungskraft? Das heißt, potenziell bis zu 6 Level runter, also es scheint eine ganz große Firma zu sein, und wir wollen halt aggregieren, wie viele Leute sind da halt jeweils drin. Wenn wir das als SQL-Frage abbilden, sieht das schon ein bisschen komplizierter aus. Es benutzt jetzt keine Spezialfunktion von einigen Herstellern oder so, sondern ist halt wirklich ein ausgeschriebenes Select-Statement. Wenn ich jetzt einen Graphen halt abbilde und halt mit unserer Abfragesprache darstelle, sehe ich dann halt relativ schnell, dass das wirklich fast eins zu eins den englischen Text abbildet. Das heißt, ich habe halt einen Boss, in dem Fall ist es halt John Doe, und der managt halt Leute von 0 bis 3 Level von ihm entfernt. Das sind halt Managers. Und dann die Manager haben halt 1 bis 3 Leute weit weg, Leute, die sozusagen anleiten. Und wir wollen halt für jeden Manager die Anzahl seiner Teammitglieder halt sozusagen sehen, transitiv. Und das ist halt sozusagen potenziell eine ganze Menge Joins. Also ich glaube, das sind irgendwie fast 15 Joins oder so, wenn man halt alle Level mit berücksichtigt. Also das ist dann halt schon eine relativ hohe Komplexität, die aber durch die Wahl eines anderen Modells und Wahl einer anderen Abfragesprache halt plötzlich viel einfacher zu handhaben ist. Die zugrunde liegenden Strukturen in der Graphendatenbank wie Neo4j und Implementierungsdetails machen halt auch, dass sie relativ schnell ist. Das heißt, ich kann sehr schnell in dem Graph navigieren. Das heißt, ich kann halt 2 Millionen Beziehungen pro Sekunde durchrauschen. Das heißt, ich kann auch sehr komplexe Abfragen machen, die halt viele, viele Daten anfassen, was halt automatisch passiert in so einem komplexen Modell, weil ich halt über mehrere Schritte sozusagen den immer wieder neue Beziehungen reinnehme, wenn ich traversiere. Aber es ist prinzipiell kein Problem. Wir haben auch wie andere Datenbanken einen kostenbasierten Queryplaner, das heißt, der benutzt Datenbankstatistiken.
um halt Abfragen effizient zu planen und plant ja auch neu, wenn sie zum Beispiel Datenbankstrukturen ändern. Und genauso haben wir auf der, nicht nur auf der Abfrageseite halt drauf, immer drauf geachtet, dass wir eine hohe Performance halt liefern, sondern halt auch auf der Importseite. Das heißt, wir haben halt mehrere Art und Weisen, wie man Daten halt aus tabellarischen Rohdaten sozusagen in den Graphen halt reinziehen kann. Und man kann da halt je nach Anwendungsfall bis zu 1 Million Entitäten pro Sekunde importieren. Und das ist eigentlich schon ganz cool. So, wie sieht das jetzt konkret aus? Wenn wir uns das mal anschauen. Prinzipiell ist es so, wenn ich halt an einem normalen Domainmodell arbeite, nehme ich mir halt einen Kollegen oder jemanden, der was von der Domäne versteht, und fange an, halt an einem Whiteboard oder auf einem Papier oder so die Domäne zu skizzieren. Meistens ausgehend von Anwendungsfällen, zu sagen, okay, wir müssen das machen, wir müssen das machen, dafür brauchen wir die Entitäten in den Beziehungen. Und da iteriert man halt sozusagen über die Domäne. Wenn man das halt macht, dann kommt man halt zum Schluss zu so einem Modell, was halt prinzipiell hier in dem Fall eine Organisationshierarchie darstellt. Und das Schöne ist halt, das ist unser konzeptionelles Modell, aber wenn ich das halt in der Graphendatenbank abspeichere und dann wieder rauslese und visualisiere, sieht das ganze Modell immer noch genauso aus. Also das heißt, ich verliere keine Reichhaltigkeit meines Modells und ich habe keinen Medienbruch bei der ganzen Geschichte, sondern ich bleibe halt in dem selben Modell und dadurch wird es halt viel leichter, damit zu arbeiten. Was wir halt auch versucht haben, ist halt dieses Modell halt weiterhin in unserer Abfragesprache mit abzubilden. Also das Grundmodell, wie schon mehrmals erwähnt, sind halt Entitäten als Knoten dargestellt und das sind sozusagen unsere Entitäten und Objekte im Graph und jedes dieser Knoten kann halt beliebige Attribute haben. Das können selbst sozusagen Entitäten vom selben Typ, können ganz verschiedene Attribute haben. Das heißt, für eine Person kann ich ganz, ganz viel wissen, für eine andere Person weiß ich halt nur den Namen. Das können halt je nachdem ganz verschieden sein. Entitäten können gelabelt werden, das heißt, sie kriegen eine oder mehrere oder null oder mehrere Tags sozusagen, die eine bestimmte Rolle darstellen. Das heißt, ich kann halt sagen, okay, das ist eine Person, diese Person ist jetzt aber zum Beispiel auch ein Angestellter, plötzlich sind halt andere Attribute und Beziehungen wichtig für diese Person. Oder diese Person ist halt ein Entwickler, deshalb werden dann zum Beispiel bestimmte Skills halt relevant zu diesen, die ich bei dieser Person halt mit in Beziehung setzen möchte. Oder diese Person ist ein Manager, dann sehe ich halt auch welche Teammitglieder sozusagen von der Person halt angeleitet werden. Und das sind halt additive Rollen, die man sozusagen zusammenfügen kann zu einer komplexeren Entität. Und verbunden werden diese Entitäten, diese Knoten durch Beziehungen, die gerichtet und benannt sind. Hier in dem Fall haben wir halt Dan loves Anne. Und hier sieht man halt eine Beziehung, die halt, wo die Richtung halt eine Rolle spielt. Für viele andere Beziehungen spielt die Richtung keine Rolle. Kommt halt ein bisschen drauf an auf die Domäne, ob es halt gerichtete Beziehungen sind oder nicht. Wenn mich die Richtung nicht interessiert, die wird zwar mit abgespeichert, aber die kann ich halt beim Abfragen halt ignorieren. Sowas wie zum Beispiel, dass zwei Menschen zusammenleben, ist halt ein Fakt, der halt keine wirkliche Richtung hat, sondern das steht einfach für sich. Auf Beziehungen kann ich halt genauso Attribute abspeichern. Gibt es eigentlich auch keine Beschränkungen. Meistens sind es aber halt qualifizierende Attribute, die Beziehung halt näher identifizieren, wie zum Beispiel Gewichte, Entfernungen, Zeiträume, Gültigkeitsregeln und ähnliches halt, die dann halt sagen, okay, diese Beziehung ist halt gültig im Zeitraum XY oder diese Beziehung hat halt folgendes Gewicht oder dieses Rating oder diese Entfernung oder diese Kosten und so weiter. Und das ist halt das ganze Grundmodell sozusagen, was halt dieses Graphmodell abbildet. Und jeder, der schon mal ein Domainmodell gemacht hat, jeder, der schon mal ein ER-Modell gemacht hat, jeder, der schon mal ein Objektmodell gemacht hat, fühlt sich hier eigentlich relativ schnell zu Hause und kann damit eigentlich sehr gut umgehen. Um ausgehend auf diesem Basismodell, das halt sozusagen darstellt, wie die Datenbank unsere Entitäten speichert und wieder zurückliefert, haben wir halt eine Abfragesprache gebaut. Wir haben uns halt ganz viele verschiedene Abfragesprachen angeschaut, aber keine war so richtig gut dafür geeignet, die sozusagen die Reichhaltigkeit der Abfragen und auch diese Muster, die wir eigentlich in diesem Graphen halt, an denen wir interessiert sind, halt darzustellen. Und deshalb haben wir sozusagen die Erfahrung, die wir gesammelt haben über die Jahre, wie Leute halt Graphmuster in Textform kommunizieren und halt auch so ein bisschen unsere Liebe zu ASCII-Art genutzt, um halt Knoten und Beziehungen textuell darzustellen.
ohne halt uns auf sowas wie eine Join-Klausel halt zurückzuziehen. Und deshalb haben wir halt einfach Folgendes gesagt, runde Klammern umschließen Knoten. Und innerhalb des Knotens habe ich halt mit Doppelpunkt getrennte Labels für meine Knoten, wie Personen in diesem Fall. Und dann halt in JSON oder JavaScript-Syntax halt Schlüsselwertpaare oder wie in einem Dictionary oder Hash. Schlüsselwertpaare für die Attribute. Und damit kann ich halt beliebige Knoten halt abbilden. Es können halt zum Beispiel auch mehrere Labels drin stehen, mehrere Attribute natürlich auch. Und dann ziehe ich einfach Pfeile zwischen Knoten, indem ich halt zwei Bindestriche und ein größer oder ein kleiner als Zeichen hinschreibe, was halt wie so ein ASCII-Art-Pfeil aussieht. Und wenn ich noch mehr Informationen zur Beziehung habe, kann ich dann die einfach in die eckigen Klammern mit reinschreiben. Und so funktioniert halt die Abfragesprache. Also dieses Grundmuster, Knoten mit Rundklammern, Pfeile als Beziehung sind sozusagen die Grundelemente und daraus kann ich dann halt beliebig komplexe Muster sozusagen darstellen, die dann die Datenbank oder die Ausführungsengine nimmt und auf der Datenbank effizient halt abbildet. Und diese Muster werden halt genutzt, sowohl um Daten zu finden, Daten zu erzeugen, um Bedingungen für bestimmte Muster halt abzubilden oder halt um auch Teile dieser Muster als Rot zu liefern. Daten reinladen, wie schon mal erwähnt, geht relativ easy. Das heißt, ich kann einfach aus tabellarischen Daten mir Informationen ziehen und diese tabellarischen Daten dann auf eine Graphstruktur projizieren. Das heißt, ich sage, okay, diese Spalten werden zu diesem Knoten, diese Spalten werden zu diesem Knoten, aus diesem Spalten wird dieser andere Knoten geupdatet und dann erzeuge ich halt noch zwischen 1, 2, 3, 4 verschiedenen Knoten halt Beziehungen. Das ist halt diese Load-CSV-Funktion, die in der Abfragesprache selbst halt mit enthalten ist. Und die eigentlich ziemlich gut funktioniert. Wenn ich jetzt einen Bulk-Load brauche, einen initialen Load, dann gibt es halt noch ein extra Kommandozeilentool, mit dem man dann halt sozusagen direkt nicht transaktional Informationen in den Graph reinpumpen kann. Und da habe ich zum Beispiel mal die komplette Stack Overflow Datenbasis in 3 Minuten geladen, in Neo4j rein. Und das war eigentlich ziemlich cool. Okay, wie sieht das jetzt aus, wenn ich meine Daten abfragen möchte? Nochmal, um halt dieses Muster zu zeigen. Wir bringen in unserem Neo4j UI, im Neo4j Browser halt ein paar Beispieldatenbanken mit. Eine davon ist halt eine Film-Datenbank. Und wenn ich mir die halt anschaue, habe ich halt Schauspieler, die einen Film gespielt haben. Wir haben halt auch noch Regisseure, Produzenten und Nutzer und Drehbuchautoren in der Datenbank drin. Aber jetzt gucken wir bloß mal auf die Schauspieler. Und ich sage halt, okay, ich habe halt Tom Hanks. Und Tom Hanks hat halt in einem bestimmten Film gespielt. Und dieses Muster sozusagen aus Personen mit einem Namen, aus der Beziehung und dem Film mit einem bestimmten Namen, Titel, bilde ich halt einfach so ab. Dann schreibe ich Match davor und dann finde ich das halt wieder. Okay, und wenn wir die jetzt einfach ausführen, was machen wir mit diesem Muster? Das Muster geben wir eine Klausel, die halt Match heißt. Und Match findet halt ein bestimmtes Muster. Wie hier in diesem Beispiel dargestellt, eine Person hat in einem Film mitgespielt. Und wir können halt sowohl entweder in den geschweiften Klammern im Muster sagen, okay, diese Person hat einen bestimmten Namen, oder ich kann es halt auch in die Werklausel rausziehen. Das ist im Endeffekt äquivalent. Und dann sage ich noch, okay, und was will ich wieder zurückgeben? Und zurückgeben will ich hier in dem Fall halt mal alles. Und wenn ich das halt mache, dann sehe ich, dass ich einfach Tom Hanks mit all seinen Filmen sehen kann. Damit es nicht so langweilig wird, führe ich das jetzt einfach auch mal ganz schnell direkt aus. Das heißt, hier habe ich Neo4j installiert und gestartet. Und wenn ich dann halt Neo4j starte, melde ich mich halt mit einem Standardnutzernamen und Passwort an. Und dann kann ich halt sagen, okay, ich möchte gern die Filmdatenbank mir halt anschauen und in der Filmdatenbank füge ich zuerst mal die Daten ein, die da sind. Wenn ich das gemacht habe, sehe ich dann halt meine Knoten, also meine Schauspieler in grün und die Filme in blau. Und wenn ich jetzt halt diese Abfrage habe, die ich hier schon mal vorbereitet hatte, da, das heißt, ich habe hier eine Person,
die in einem Film mitgespielt hat, wo der Name der Person des Schauspielers halt Tom Hanks ist, und ich lasse mir alles zurückgeben. Wenn ich hier ausführe, sehe ich halt hier genau das, was wir gerade eben halt auch schon gesehen haben. Ich kann dann halt auf die einzelnen Filme gehen, dann sehe ich halt auch mehr Schauspieler und Regisseur und ähnliches halt und kann es halt auch noch stylen und so weiter und so fort. Damit kann ich jetzt halt schon ganz gut was anfangen, denn das ist meine erste Abfrage. Natürlich könnte ich jetzt auch sagen, ich möchte jetzt hier noch ein Level weitersehen. Das heißt, ich möchte halt jetzt nicht nur die Filme, sondern jetzt möchte ich auch die Kollegen von Tom Hanks sehen. Und wenn ich das sehen möchte, dann ändere ich einfach meine Abfrage und sage, jemand anders hat noch in diesem Film mitgespielt oder Kollegen, die auch Personen sind. Das Person muss ich nicht angeben. Wenn ich diese Abfrage ausführe, sehe ich sofort, dass halt dieses sozusagen Person zweiten Grades. Also das heißt, der erste Grad der Entfernung ist der Film, der zweite Grad der Entfernung ist halt eine Person. Und das kann ich halt genau mit diesem Muster halt ausdrücken, dass ich sage, halt eine Person hat in einem Film mitgespielt und eine andere Person hat auch in einem Film mitgespielt. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, okay, ich gehe noch ein Level weiter und sage halt, diese Person hat halt wieder in einem Film mitgespielt. Dass ich sozusagen transitiv das sehen kann. Und jetzt sieht man halt hier schon noch ein bisschen, dass es halt ein paar mehr Daten werden, die dann halt rauskommen. Und dass es halt auch lustigerweise bestimmte Verbindungen gibt, die dann halt hier bei den Mitte zusammengeführt werden. Okay, so sieht es halt aus. Wenn ich das mit SQL vergleiche, das wäre halt drei Joins sozusagen, um halt zu den Kollegen zu kommen. Und im Graphen ist es halt trotzdem noch sehr, sehr überschaubar. Das heißt, ich sage halt, Person hat im Film mitgespielt und jemand anders, der Kollege, hat auch im Film mitgespielt. Und ich sehe hier schon sozusagen, dass prinzipiell jeder dieser kleinen Striche von diesen Pfeilen halt der Beziehung halt einen Join darstellt, weil das halt sozusagen potenziell End-zu-End-Beziehungen halt darstellen. Das heißt, man sieht halt hier bei dem Muster relativ klar, was man eigentlich möchte, und hier oben sieht man halt den Wald voller Bäume nicht, weil man halt einfach nur noch Join, 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 Join sieht und eigentlich nicht mehr sieht, was eigentlich die Essenz dieser Domäne halt ausgemacht hat. Und dann sieht es halt so aus. Ich kann halt auch viele komplexere Abfragen machen. Cypher ist eine sehr, sehr mächtige Sprache. Manche Leute sagen auch, dass sie zu mächtig ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ausführe und sage, okay, ich habe hier Personen, die in Filmen mitgespielt haben, und ich will halt sozusagen die Filmografie sehen und das ausführe, dann sehe ich halt hier in dem Fall den Namen des Schauspielers, die Anzahl der Filme, in denen er mitgespielt hat, die Namen der Filme als Liste aufgesammelt. Das ist halt diese Ausgabe hier hinten. Und dann möchte ich nach der Anzahl sortieren. Das ist halt was, was nicht sehr überraschend aussieht. Erstmal nach der Anzahl und dann nach dem Namen des Schauspielers sortieren. Und dann nehme ich halt die Top 10. Und das sind halt unsere Top 10. Tom Hanks führt an, dann Keanu Reeves, dann Yvonne Wiving. Und ich sehe halt jeweils als Liste dahinter halt die Anzahl die Titel der Filme. Und Cypher ist halt auch sehr gut darin, mit Collections umzugehen. Das heißt, man spart sich viele dieser N plus 1 Select und dieser Multi-Round-Trip-Geschichten, wo man halt zur Datenbank geht, sozusagen die Kopfposition kriegt, dann wieder zurückkommt, dann für jede Kopfposition nochmal zur Datenbank gehen muss und sich die Kinder holen muss. Also Kopfpositionsstrukturen lassen sich damit halt zum Beispiel sehr, sehr gut abbilden. Und das sind halt nur ganz, ganz einfache Abfragen. Ich habe auch viel komplexere Abfragen schon geschrieben und gelesen. Und es ist schon ziemlich beeindruckend, was halt Leute ausdrücken können mit so einer Abfragesprache, die ziemlich mächtig ist. Ich habe mir dann manchmal in Gedanken überlegt, wie aufwendig es wäre, genau diese Abfragen halt in anderen Abfragesprachen halt abzubilden. Und dann ist mir ein bisschen schlecht geworden, dann habe ich nicht mehr drüber nachgedacht. So, seit Neo4j 2.2 haben wir diesen kostenbasierten Quellplan, von dem ich schon gesprochen habe. Und der benutzt halt Datenbankstatistiken, um die besten Abfragepläne halt zu liefern. Und was das Schöne ist, mit diesem Abfrageplaner kann man jetzt halt auch sich den Quellplan visualisieren lassen, indem ich halt einfach Profile oder Explain davor schreibe und dann kriege ich eine visuelle Repräsentation meiner Abfrage. Und da sehe ich halt zum Beispiel auch, was passiert, wenn ich halt eine Abfrage mit einem Index oder ohne Index mache. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier mal diese Abfrage mache und hier Profile davor schreibe, sehe ich halt, drop. Noch ein altes Drop Constraint on. Oder ich brauche es jetzt nicht löschen.
Man sieht ja relativ deutlich, okay, er macht halt einen Index-Lookup für den Tom Hanks und dann macht er bestimmte Exportoperationen, Fütteroperationen und so sieht man halt, was sind halt die teuren Operationen in unserer Abfrage und wie lange die halt auch gedauert hat. Wie viele Zeilen zwischendurch halt auch entstanden sind. Bei komplexeren Abfragen sieht der Abfrageplan dann auch ein bisschen komplexer aus, weil das dann halt von mehreren Seiten kommen kann und zusammengeführt wird und ähnliches. Da gibt es schon ein paar schöne Bandposter, die komplexere Abfragen darstellen. Wenn man halt Dinge ändert, sieht man dann zum Beispiel, dass halt Abfragen halt ganz anders aussehen kann. Okay. Um zum Abschluss zu kommen, es ist ziemlich einfach mit Neo4j anfangen zu fahren, runterladen, sowohl für Windows als auch für Mac gibt es jetzt einen Installer, ansonsten ist halt für die Leute, die vor der Kommandozeile keine Angst haben, gibt es halt auch Docker-Images, es gibt Homebrew und Debian-Packages, um Neo4j zu installieren, das ist halt eigentlich sehr, sehr einfach möglich und dann kann man halt mit den eingebauten Datensets und auch der Dokumentation ziemlich schnell sozusagen beginnen und dann mit den Treibern für Neo4j, die eigentlich in allen Programmiersprachen verfügbar sind, sich zur Datenbank connecten und dann zum Beispiel seine ersten Schritte machen, um eine Anwendung mit Neo4j zu schreiben. Also alles ziemlich einfach. Wir haben sehr viele Informationen. Wir haben ein ziemlich cooles Referenzmanual. Wir haben Online-Trainings, mit denen man halt mehr lernen kann. Meetups, wie zum Beispiel das, wo ich heute Abend bin und morgen Abend bin, wo man sozusagen auch in Person Fragen stellen kann und halt bestimmte Probleme oder Informationen bekommen kann. Kostenlose Bücher und ähnliches. Und wir sind halt immer erreichbar und wenn Sie Fragen haben oder Interesse haben, melden Sie sich einfach und wir konnten bis jetzt eigentlich jedem weiterhelfen. Okay, und damit wären wir eigentlich auch schon am Ende. Also mit Neo4j kann man halt reichhaltige Daten leicht modellieren, abspeichern und abfragen. Und so kann ich halt relativ schnell zu einer Anwendung kommen. Also ich habe zum Beispiel jetzt letztens vor ein paar Tagen mit jemandem gesprochen, die halt innerhalb von 3 oder 4 Tagen ihre Anwendung mit Neo4j gebaut haben. Okay, und wir haben halt für alle möglichen anderen Sprachen Dinge. Hier hatte ich halt nur die .NET-Entwickler gelistet, aber im Endeffekt haben wir alle für alle Programmiersprachen halt Daten im Angebot.